Liebe Anwesende, liebe Organisatorinnen, herzlichen Dank für die Einladung zu der Konferenz mit diesem sehr beeindruckenden Titel, zu dem wir sehr gerne gekommen sind. Ich bedanke mich auch im Namen aller eben schon so freundlich vorgestellten Teilnehmerinnen des Projektes, des Autorinnenkollektivs Repertoire Raumgestalt. Ich möchte hier eine Forschungsarbeit vorstellen. Raumgestalt Repertoire 8, Ideen, Assoziationen, ich muss kurz schauen, ja. Ist das aktuelle Heft zur universitären Lehre und Forschung für verantwortliche Architekturdiskussion, Rezeption und Produktion an meinem Lehrstuhl Raumgestalt und Entwerfen etwa TUC. Ein Repertoire, Begriffsklärung, ist die Gesamtheit der Stücke, die ein Künstler oder Ensemble jederzeit aufführen kann. Die Untersuchung, zeichnerische Darstellung und Analyse architektonischer Elemente dient der Erarbeitung einer architektonischen Referenzsammlung. Dieses Formenrepertoire ist Grundlage für einen architektonischen Diskurs, ein konstruktives Denken und architektonisches Entwerfen, das nicht mit der eigenen Problemlösung beginnt, sondern mit der Erschaffung eines Kenntniskosmos der Ideen. Eben haben wir von einem Atlas gehört, ich spreche von einem Kosmos, es ist ein Zitat. Als Entwerferinnen geben wir dem Experiment eine Form, Buch und Bild, Werkzeug und Spielzeug. Das Mock-up unseres Kosmos ist ein Manifest oder auch nur eine Collage, The Making of Repertoire 8 in der Mitte. Sie sehen vielleicht, die 8 liegt quer vor Infinity. Ein Verweis. Dies ist eine Fotografie von Francis Benjamin Johnston aus dem Jahr 1900. Das Bild mit dem Titel Students at Work ist Teil einer Serie über das reformorientierte Hamptons Institute, Virginia, USA. Dort wurden den Studierenden die Fertigkeiten des Handwerks zur Verbesserung des individuellen Wohlergehens und der Welt gelehrt. Francis Johnston verwendete Glasplattennegative, für die Belichtungszeiten von mehreren Sekunden erforderlich waren, sodass spontane Aufnahmen der Schüler unmöglich waren. Stattdessen arrangierte sie sorgfältig konstruierte Szenen, die die Arbeit darstellen sollten. Dieses Bild ist die einzige Illustration im Buch Zusammenarbeit. Und heute Morgen sprach die Präsidentin von Collaboration. Das wusste ich noch nicht, als ich das schrieb. Dieses Buch ist die einzige Illustration im Buch Zusammenarbeit, dieses Bild im Buch Zusammenarbeit von Richard Sennett aus dem Jahr 2012. Es findet sich im Kapitel Kooperation als Grundhaltung. Ich zitiere daraus. Manche meinen, bei der Entwicklung von Fertigkeiten gehe es darum, den einzig richtigen Weg zur Ausführung einer Aufgabe zu finden. Sie glauben, zwischen Zielen und Mitteln bestünde ein eindeutiges Verhältnis. Zu einer umfassenden Entwicklung gehört es jedoch, dass man lernt, ein und dasselbe Problem auf unterschiedlichen Wegen anzugehen. Erst der volle Köcher der Techniken ermöglicht die Beherrschung komplexer Probleme. Selten gibt es nur einen richtigen Weg, der allen Zwecken gerecht würde. Zitat Sennett Ende. Ich bezeichne den vollen Köcher der Techniken lieber als Kosmos, als Kenntniskosmos. Unser Motiv, Students at Work, ist ein Snapshot.
eine Momentaufnahme von übergeordneter Bedeutung. Es ist die symptomatische, zeichenhafte Visualisierung des Arbeitsprozesses Repertoire 8, gleichsam ein Filmstill, der Beschäftigung mit Architektur als diskursive Aneignung von Fertigkeiten über das Curriculum hinaus, unter der Maßgabe der Raumgestalt, jedem Tun eine Form zu geben, auch der gedanklichen Arbeit und Fertigkeit. Ein weiterer Verweis. In den 1960er Jahren schrieb Sister Corita Kent ihre berühmten 10 Rules, als sie am Immaculate Heart College unterrichtete. Consider everything an experiment. Nothing is a mistake. There is no win and fail. There's only make. The list is about teachings to free the creative spirit. The importance of embracing uncertainty, the osmosis between intuition and intellect, and the habit of being fully awake to everything. Dies sind die Raumgestalt, Regeln, Repertoire, 8 Möglichkeiten, die Welt so zu sehen. Das habe ich jetzt extra so gesprochen. In Kenntnis der 10 Rules sind unsere 8 Regeln natürlich nicht wörtlich, sondern als ein Zitat zu verstehen. Als symbolisches Regelwerk visualisiert, um dem Lauf des Creative Spirit einen Rahmen zu geben. Und ohne Regeln ist schließlich kein Ungehorsam möglich. Es gilt vor allem, statt eines curricularen Lernens werden Erfahrungen anhand von Momenten der Erkenntnis gesammelt. No fail. Das heißt also, experimentieren, Ausrufezeichen, nicht Aufgaben erfüllen, sondern Überraschungen erleben. Und Ruth hat es heute Morgen auch schon gesagt, heute Nachmittag, das gilt für alle Beteiligten. Also the teacher. Schon die erste Tischvorlage des Forschungsprojektes enthält das Wissen, dass der experimentelle Prozess schlussendlich als Buch mit dem Titel Repertoire 8 in die Welt gebracht werden soll. Es soll eine ausschweifende architektonische Erzählung werden, wie immer über die Nachhaltigkeit der Form reflektieren, ein Spaziergang durch die Sammlung der Erkenntnisse. Die Form ist somit definiert. Es gilt, diesem geplanten architektonischen Werk eine inhaltliche Gestalt zu geben. Das Drehbuch wird, wie bei einem Roadmovie, jeweils am Ende des Tages geschrieben. Der Prozess ist auch das Ergebnis, und dieses Ergebnis ist offen, da der Prozess assoziativ verlaufen soll. Das ist das geplante Experiment. Und ich zitiere hier sehr gerne Matthias von Ballestrem, wenn ich sage, es möge sich eine Energie des Machens entwickeln, ein kontrollierter Kontrollverlust. Zitat Ende. Was geschieht also? Subjektiv zusammengestellte, berührende Fragmente aus Architektur und Kunst, Theorie und Realität werden ohne Hierarchie und Sortierung assoziativ zu einer Sammlung gefügt. Der Zettelkasten ist das Symbol des Kenntniskosmos, auch ein Zitat. Er birgt die Themen für deren inhaltliche Sortierung in einer Art systematischer Verfeinerung ein Weg gefunden werden muss. Die andauernde gegenseitige Präsentation der individuellen architektonischen Fundstücke ist ein Prozess der intensiven Auseinandersetzung mit den entscheidenden Aspekten der Werke. Das Denken in Assoziationen eröffnet einen Möglichkeitsraum. Eine Idee führt zur nächsten.
Dieser nicht enden wollende Prozess der Erkenntnis wird mit dem Entwurf eines ersten Tafelbildes als Visualisierung der Beziehungen zwischen den Fragmenten manifestiert. Das Gedankengeflecht lässt formale und ideelle Beziehungen erkennen und wird kontinuierlich komplexer. Architektonische und künstlerische Positionen werden betrachtet und durch Verweise aufgeladen. Das Wissen, das den Elementen innewohnt, wird thematisiert. Aber Assoziationen sind subjektive Entscheidungen. Es besteht kein Anspruch auf Vollkommenheit. Im Gespräch, Dialog oder auch Diskurs, These, Antithese, Synthese, ergeben sich überraschende Erkenntnisse. Konstellationen ergeben sich, werden aufgelöst oder verdichtet. Die Übernahme der Fragmente aus ihrem ursprünglichen, räumlichen oder zeitlichen Kontext in die Sammlung ist eine Abstraktion per se. Der Maßstab der Dinge ist ab sofort ihre ideelle Größe. In der simultanen Betrachtung überlagern und ergänzen sich scheinbar unabhängig voneinander entstandene Konzepte. Ähnlichkeiten, Verwandtschaften werden sichtbar. Die Konstruktion des Assoziationsraumes ist eine Zusammenarbeit, Collaboration. Dem Prozess der Idee wird nochmal eine Gestalt gegeben. Alle ausgewählten Teile werden zu einem bildhaften Werk gefügt. In diesem Entwurfsprozess werden die Erkenntnisse unabhängig von Materialisierung, Maßstab und Wert gesucht und gefunden, um so durch Kenntnis und Verweis die Wertschätzung aller Elemente der gebauten Umwelt zu vergrößern. Revaluation, so sagte meine Vorrednerin, Valuation. Stimmt das? Ja. Wertschätzung. Die plakative Gestalt, es ergibt sich eine Ellipse, die Gestalt mit zwei Mittelpunkten, the magic and the logic. Die plakative Gestalt manifestiert die Streifzüge durch die Sammlung der Ideen. Werke so anzusehen, bedeutet Sensibilisierung und Anleitung zur Toleranz. Denn eines wird klar, es gibt nicht ein richtiges Ergebnis, ich würde jetzt sagen, es gibt nie ein richtiges Ergebnis, sondern viele mögliche richtige Wege. So entwickelt sich ein Bild der Konzentration auf das Wesentliche in der Möglichkeitsform. Die Verknüpfungen zwischen den Fragmenten sind vielfältig, ebenso vielfältig sind die Möglichkeiten, das aus diesen Seiten gefügte Buch zu lesen. Ich möchte hier einen kleinen Einblick in die Gespräche über berührende Architekturen und alle Elemente geben, just a few short stories. Und zitiere Helga Blocksdorf, die es so beschrieben hat. Diese Sammlung von Zeichnungen, Bildern und Texten zeigt Entwürfe immer fragmentarisch. Auf jeder Seite steckt der Anfang von etwas Eigenem, anderen, Neuen. Man kann Repertoire 8 sicher von Anfang bis Ende durchlesen, aber man kann es eben auch von hier nach da lesen oder mal hier, mal da. Assoziativ. Ich tue das hier ganz kurz in einer Mini-Auswahl, Mini-Vorlesung, ausgewählt für Disobedience. Links, Seite 2. Brian O'Dohertys Rope Drawing 1972 kann nach Anleitung des Künstlers überall installiert werden.
von einem auf dem Boden markierten Punkt aus betrachtet, überlagern sich gespanntes Seil und Wandfarbe zu einer perfekten Form. Der Galerist sagt, das eigentliche Spiel ist der Prozess des Bewegens um und durch die dreidimensionale Installation, der Prozess, um diesen Sweet Spot zu entdecken. Rechts, Seite 3. Die Nationalgalerie von Mies van der Rohe wurde nach ihrer Sanierung wieder eröffnet. Nun sieht man die Gipskartonwände mit Miescher Eckausbildung, die auf Gehrung geschnittenen Holzsockelleisten und den Teppichboden im Ausstellungsraum ganz neu an. Im Buch steht dazu, neue Materialien und auch neue Konstruktionen sichern an sich noch keine Überlegenheit. Entscheidend ist der rechte Umgang mit ihnen. Jeder Stoff ist nur das wert, was man aus ihm zu machen versteht. Was sieht man da? Was sieht man hier? Im Entwurf des Yokohama-Hauses gestaltet Kazuo Shinohara Türen als Halbkreise, setzt runde und dreieckige Fenster ein. Chaos stellt für ihn eine produktive Grundbedingung dar. Innere und äußere Widersprüche werden nicht nur zugelassen, sondern sind generierendes Moment seiner Architektur. Rechts, die Humboldt-Bibliothek in Berlin-Tegel, der Architekten Moore, Rubel, Jardel, 1989, ist klein und groß, monumental und nahbar zugleich, eine architektonisch einzigartige Kombination von Palladio-Fenster und Schettdach. Zunächst das Rechte. Eva Berendes Werke sind freistehende Bilder im Raum. Mit der Malerei Gate 3, die ebenso eine Skulptur ist und als ein Tor durchschritten werden kann, verwendet sie ein Kunstwerk auch als architektonisches Element. Zitat: Steht ein Objekt im Ausstellungsraum, ist uns natürlich gleich klar, dass es sich um ein Kunstwerk handelt. Wir sind als Menschen ja so programmiert, dass wir am liebsten unbedingt wissen möchten, ob wir da jetzt einen Gebrauchsgegenstand angucken oder Kunst. So sagt sie im Interview, die Künstlerin. Linke Seite. Lina Bobardis Stuhl am Wegesrand, 1967, wartet auf seinen Gebrauch. Man kann sich hinsetzen oder ihn anschauen wie ein Kunstwerk. Der Sitzbank-Bezugsstoff der Berliner Verkehrsbetriebe zeigt einen Rapport scheinbar wahllos positionierter, zu vier Ecken gruppierter Striche, ein vandalismussicherer und zeitloser Entwurf. Eine zufällige, punktuelle, maschinelle Stopfarbeit erscheint, je länger man sie betrachtet, desto mehr wie eine aufwendige Stickerei zur Verkomplizierung und Überhöhung des Musters. Rechts? Ah, nee. Dazu eine aktive Linie, die sich frei ergeht, ein Spaziergang um seiner selbst willen, ohne Ziel. Das schreibt Paul Klee in seinem pädagogischen Skizzenbuch begleitend zu seiner Bauhauslehre. Rechts. Das Cambridge Dictionary erläutert: If something runs in a loop or is on a loop, it runs continuously so that the same things are repeated again and again.
Die Zeichnung Loop ist eine Linie, die immer wieder neue Kreise um das Zentrum zieht oder anders gesagt, immer wieder aufs Neue um eine Mitte kreist. Ohne Anfang und Ende, es ist ein unendlicher Prozess. Mit jeder neuen Umdrehung verdichtet sich die Mitte, jede Schlaufe bringt eine neue Erkenntnis. Alles hat mit allem zu tun. Das ist die letzte Seite und jetzt gibt es noch einen 90-Sekunden-Film, ganz kurz. Kann man das sehen? Sieht man Linien? Vielen Dank.